Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Heute war ich bei einer Brauereiführung durch die Otterkringer Brauerei. Das ist sozusagen die größte Brauerei von Wien im 16. Bezirk. Und war sehr, sehr interessant. Ich war mit Andreas dort und mit zwei Freunden. Und Andreas sitzt jetzt auch neben mir. Hallo. Und ja, also es war sehr, sehr interessant, aber es ist dann immer schwierig, sich da einiges zu merken. Und wir werden versuchen, alles zusammenzutragen, was wir uns gemerkt haben. Die Führung dauert ungefähr eine Stunde, war sehr informativ. Anschließend gibt es noch eine Verkostung. Und unser Guide hat das auch sehr gut gemacht. Begonnen hat es eben mit dem allgemeinen Teil, woraus besteht Bier, also eigentlich nur aus Wasser, zu 92%, Malz und Hopfen. Und die Otterkringer Brauerei verwendet nur Gerstenmalz. Also das ist Gerste, die keimt. Und das bekommen sie aber schon angeliefert, fertig, von einer Firma im 22. Bezirk, von der Stammack Stadtlauer Malzfabrik. Genau, weil warum die das nicht selber machen, ich glaube, das übersteigt dann einfach auch die Kapazitäten von der Menge. Ich weiß das jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, die kriegen pro Tag oder pro Woche 9 Tonnen geliefert. Mhm. Ich glaube, pro Tag. Ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber sehr viel. Es waren alles irrsinnige Mengen. Alles, was sie erzählt haben, waren immer Tonnen und ganz, ganz große Mengen halt. Und genau, und ich glaube, zwischen 80 Grad und 220 Grad wird das geröstet. Und je nachdem, wie heiß, umso dunkler wird auch das Bier. Genau, so würziger auch. Ja, das hat dann, genau, weil sie reden immer davon, da im Sudhaus oder sowas, da wird es erstmal vorbereitet für die Würze des Bieres. Ne? Und das hat eben mit dem Röstgrad zu tun, auch unter anderem. Dann kommt eben noch der Hopfen dazu. Das hat uns durchgegeben zum Riechen. Gell, das war der Hopfen. Das war der Hopfen, ja. Hat sehr, sehr interessant gerochen. Und dann kommt es zur Gärung. Die dauert normalerweise eine Woche. Es gibt verschiedene Hefepilze. Ja, es gibt ja eben verschiedene Hefeproteine für das obergärige und das untergärige Bier. Ja, das sind dann eben die Hefesorten. Und beim untergärigen Bier, das ist eben der Hefetyp, der sinkt dann auf dem Boden und eben beim obergärigen, ja, wie überraschend, an die Oberfläche. Und das Obergärige ist zum Beispiel Kölsch, Alt, Stout und alle Ale-Biere, also zum Beispiel India Pale Ale. Und untergärig ist zum Beispiel Pils und Lagerbier. Und Märzenbier. Und Märzenbier. Und sie brauchen auch unterschiedliche Temperaturen. Die untergärigen, glaube ich, 10 Grad und die obergärigen 20 Grad. Und diese Gärung dauert eben ungefähr 7 Tage. Und beim alkoholfreien Bier wird die Gärung nach 24 Stunden gestoppt. Das heißt, sie hat dann auch ein bisschen, das Bier hat dann auch ein bisschen Alkohol, aber ich glaube 0,38%. Und maximal darf es haben 0,5%. Es gibt noch eine andere Art von Bier alkoholfrei zu produzieren. Das hat dann wirklich gar kein Alkohol. Das macht aber, glaube ich, nur Buntigammer in Österreich. Heißt dann auch 0,0. Und da ist das so, das ist eben ganz normales Bier. Und da wird dann am Ende des ganzen Brauvorgangs wird dann wieder der Alkohol herausgezogen, was aber ziemlich energieaufwendig ist. Mhm. Dann war noch die Frage, was ist besser, Dosen oder Flaschen? Also was ist auch fürs Bier besser und ökologisch gesehen? Und das sind dann eindeutig die Dosen, weil erstens einmal fürs Bier, weil es wirklich lichtgeschützt ist und vom Energieaufwand her, weil sie halt leichter sind im Transport, weil die Flaschen, man sagt zwar, sie werden eben wiederverwendet, in der Theorie bis zu 49 Mal, in der Praxis mehr so 4 oder 5 Mal, kann auch mal 6 Mal sein, aber das ist dann schon besonders gut. Und der Prozess ist ja aufwendig. Ja, und das ist etwas, was ich ja als unfassbarer Klugscheißer, der Claudia schon seit Jahren versucht zu erklären,
dass das Dosenbier besser ist, ja, weil das ist einfach, das ist leichter und man kann es besser stapeln, man kann es besser lagern, es nimmt weniger Platz ein. Das Blech, das ist gar nicht so viel Blech, was dafür gebraucht wird und das ist einfach vom energietechnischen her viel, viel besser ist. Und wenn man das Ganze dann noch wieder recycelt, dann kann man die Flasche einfach vergessen. Die Einwegflasche sowieso und eben auch die Mehrwegflasche, weil das so kostenintensiv, der ganze Transport, dann die leeren Flaschen wieder zurückkehren und der ganze Reinigungsprozess, weil das wird ja dann so gemacht, die Flaschen werden gereinigt, dann werden die alle gescannt, werden auf Verschmutzung überprüft und man findet in sehr vielen Flaschen dann wieder Verschmutzung, weil die Leute allen Käse auch da reinschmeißen, warum auch immer. Und eine verschmutzte Flasche wird nach dem Reinigungsprozess, wenn das erkannt wird, dann wird die wieder aussortiert, kommt wieder zu einem Reinigungsverfahren, aber jetzt nicht wieder in den normalen Kreislauf, sondern in einen separaten Kreislauf, wird da wieder gereinigt, wird wieder gescannt, nochmal dreckig, wieder in einen anderen Kreislauf, Reinigungskreislauf, weil so anders geht es ja nicht, weil sonst würde man die Flasche ja nicht mehr wiederfinden. Und wenn die dann immer noch nicht sauber ist nach dem fünften Mal oder nach dem vierten Mal, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, dann wird sie, man spricht dort von aussortiert und Überbegriff dafür ist, sie wird dann eben weggeschmissen, kommt dann eben zum Altglas, weil dann kann man sie nicht mehr sauber machen. Aber der Prozentsatz, das hat er eigentlich nicht gesagt oder habe ich es mir nicht gemerkt? Ja, aber es dürfte kein unbeträchtlicher sein. Ne? Mhm. Und ja, und nach viermal Kreislauf ist sowieso dann Schluss mit der Mehrwegflasche auch, ja, weil die halt doch empfindlicher sind, als die Theorie das besagt. Ja, dann haben wir die ganzen Gärtanks dort gesehen, wo das Bier dann reift. Und das sind 200.000 Liter Tanks. Und davon stehen mal gerade, wie viel stehen herum? 54. Also ja, das ist Millionen Liter von Bier. Aber diese Menge reicht gerade mal aus, um eine Woche Oktoberfest in München damit zu feiern. Und wenn man das als Einzelperson so einen Tank geschenkt bekommen würde, dann bräuchte man dafür 49 Jahre, etwas über 49 Jahre, um das auszutrinken. Aber auch nur, wenn man jeden Tag eine Kiste trinkt und weil so, wenn Sonntag ist, dann darf man auch zwei trinken, weil sonst schafft man es in der Zeit nicht. Und man muss gleich nach der Geburt beginnen damit, damit man schafft bis 49. Ja, und dann dürfte auch Feierabend sein, ne? Also. Und zum Schluss war dann noch die Verkostung. Da hat er uns erklärt, also ich glaube, es waren 7 oder 8 verschiedene Biere oder vielleicht auch 9, ich weiß es nicht genau, die es zu verkosten gibt. Konnte man sich dann holen in so kleinen Gläsern, Pfiffgläser, so 100 Milliliter, konnte man in der halben Stunde halt so viel man wollte oder so viel man geschafft hat. Und wir haben nur 2 geschafft. Was war das? Das eine war das Lagerbier. Und das andere war das Bio. Ah ja, Bio pur. Das gibt es aber nur in der Gastronomie oder bei Ihnen vor Ort, auch bei Veranstaltungen. Und ja, nicht so im Handel zu kaufen. Sonst hätte es noch gegeben Zwickel. Genau, das ist unfiltriert. Da gab es 2 verschiedene. Zum unfiltrierten Bier, da muss man noch sagen, es ist nicht vollständig unfiltriert, ein bisschen wird es filtriert, weil sonst kann man es tatsächlich nicht trinken, weil dann noch so viel Hefe drin ist und alles, da kriegt man dann Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme. Also ein bisschen wird es filtriert. Ja, in einer halben Stunde, also wir haben nur die 2 geschafft und davon habe ich noch ein bisschen was dem Andreas auf die Hose geleert. Auch unabsichtlich natürlich. Und du musst jetzt sagen, war nicht so schlimm. Wir wissen nicht, ob das unabsichtlich war. Doch, es war unabsichtlich. Aber es ist beeindruckend, wenn man denkt, so 0,1 Liter, das ist ja nichts, das ist für einen hohen Zahn. Aber wenn es dann doch über die Hose geht, das ist,
Das ist echt viel. Ne? Dabei hatten wir vorher schon was getrunken und es ist nachher auch noch was im Glas gewesen, aber trotzdem war Tisch voll, Bank. Das war in der Kantine nämlich von, Brauer, von der Brauerei haben wir getrunken und ja, alles war voll. Ja, ich hatte schon den Verdacht, die haben uns Dünnbier gegeben, weil das war überall. Ja. Das hat sich so schnell ja. Also mir hat beides gut geschmeckt, aber ich bin eben gar keine Biertrinkerin, ich kenne mich damit nicht aus und ich kann auch nicht so sagen, den Unterschied. Ja, aber hat mir gut geschmeckt. Ja, und war wirklich sehr interessante Führung, hat sich sehr gelohnt und den Guide, den wir hatten, der war richtig gut. Mhm, sehr gut gefallen. Wir konnten Fragen stellen, die hat sich sehr viel Zeit genommen, um Fragen zu beantworten. Das kann ich vielleicht noch sagen, die Führung kostet 19,90 Euro und man kann das über die Homepage buchen, kann sich die Termine anschauen, die es gibt und es war eine größere Gruppe, also wir waren 17. Ich weiß nicht, wie viel die Maximalgröße ist. Die anderen, die 13 anderen, waren lauter Männer, hat sich dann herausgestellt, die waren von einem Junggesellenabschied, aber sie haben sich ja gar nicht gut benommen. Sie sind dann erst in der Kantine ein bisschen lauter geworden. Ja, wo es dann ans Bier ging, ja, da waren sie dann voll dabei. Ja, also eine sehr interessante Führung. Lohnt sich auf jeden Fall. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auf meine Webseite schaut. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse, könnt mir eine Sprachnachricht schicken oder alle bisherigen Folgen nach Themengebieten geordnet anhören. www.wien-tipps.info